Die Corona-Pandemie hat jungen Menschen vor allem eins abverlangt: Verzicht üben. Und zwar verzichten auf alles, was Jungsein ausmacht. Aber gibt es eigentlich ein Recht auf Party? Sollte es Ausgleichszahlungen für wegfallende Studentenjobs geben? Und wurden die Bedürfnisse junger Menschen wirklich vergessen? Darum geht es heute in der Bubblebox. Annika. Sebastian. Zwei neue Stimmen in der Bubblebox. Ihr habt es vielleicht gemerkt, denn es gibt einen neuen Modus. Die Volontärinnen und Volontäre der VRM, die steigen jetzt mit in die Bubblebox ein. Die vertrauten Stimmen von Maike und Frederik, die bleiben uns natürlich erhalten. Alle zwei Wochen wird sich nun abgewechselt. Maike und Frederik werden jeweils mit einem Gast über ein bestimmtes Thema sprechen. Und wir Volontäre, wir diskutieren eben auch untereinander. Annika, heute sind wir an der Reihe. Ich frage dich als Gentleman jetzt mal nicht nach deinem Alter. Aber kannst du dich eigentlich noch an deine Abi- und Studentenzeit erinnern? Gut, also ich bin jetzt seit 3 Jahren mit dem Studium fertig. Das wäre ein bisschen bedenklich, wenn ich mich daran nicht mehr erinnern könnte. Die prägendste Erinnerung an meine Abi-Feier bleibt, wie sich der gesamte Jahrgang am Ende zerstritten hat, ob wir jetzt nach Darmstadt oder Frankfurt zum Feiern fahren. Das sind Luxusprobleme, die sich die Jahrgänge 2021 gar nicht haben stellen können. Ja, glaube ich auch, weil es war eben überhaupt nichts möglich. Weder eine Feier in Frankfurt noch in Darmstadt. Man konnte nirgendwo feiern und das jetzt eben nicht nur im vergangenen Jahr, sondern auch in diesem Jahr. Ich erwische mich ja auch selbst immer mehr dabei, dass ich mich so zu den jungen Menschen zähle. Dabei gehe ich halt selbst schon auf die 30 zu. Ganz schön stramm. Deshalb würden mich wahrscheinlich junge Menschen gar nicht mehr als jung bezeichnen. Aber natürlich fühle ich mich so. Ich habe schon Sehnsucht und Bock, auch mal wieder richtig feiern zu können. Auf jeden Fall. Ich war letztens im Schönschön, das wurde ja gerade zur Bar umgebaut. Und es war schon so ein komisches Gefühl, da wieder drin zu sein, weil es ja irgendwie doch war wie früher, aber es war ja immer noch anders. Es ist ja immer noch kein Club, sondern da stehen halt jetzt Tische drin und es ist jetzt mehr so eine chillige Lounge. Also so ein bisschen die entspanntere Variante eines Feierabends. Ja. Genau, ja. Da wir aber nicht nur über, sondern auch mit jungen Leuten sprechen wollen, haben wir euch auf Facebook und Instagram gefragt, wie ihr denn das Corona-Jahr erlebt habt und ob die Politik bei ihren Maßnahmen junge Leute überhaupt nicht berücksichtigt haben. Schreibt zum Beispiel jemand, Gesundheit ist wichtig, scheiß auf Partys, in Mainz haben zahlreiche Bars, Kneipen und sogar auch Clubs offen. Ein anderer antwortet, wurden junge Leute in der Pandemie vergessen? Ja. Gibt es ein Recht auf Party? Ja. Sollte es also Ausgleichszahlungen für Studenten geben? Auch da antwortete er ja. Hier schreibt jemand, warum sollte es ein Recht auf Spaß und Vergnügen geben? Ansprüche lassen sich eben schwer stellen bei so einem Virus. Vom Grundsatz her stimmt es natürlich, dass es für junge Menschen absolut schwierig ist derzeit. Leistungen, die nicht erbracht werden können, zum Beispiel an Hochschulen etc., dürften auch nicht berechnet werden. Man sieht, es ist ein schwieriges Thema und es gibt auch viele gespaltene Meinungen hierzu. Genau, das waren nämlich eure Kommentare und die sind ziemlich verschieden. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Also ob man jetzt tatsächlich jung ist, sein Abi gemacht hat, Student ist oder ob man eben vielleicht erwachsen ist und ja, damit überhaupt nichts mehr so zu tun hat, außer vielleicht nochmal ab und zu eine Party feiern. Unser Kollege Ulrich Gericke hat sich viel mit dem Thema Auswirkungen von der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche beschäftigt und hat kürzlich auch ein Interview zu den psychischen Folgen geführt. Er hat auch selber eine Tochter, die zwar noch nicht alt genug ist, um feiern zu gehen, aber natürlich trotzdem in ihrer Altersgruppe auch von der Krise besonders betroffen ist. Wie erlebst du das so als Elternteil, diese Corona-Krise und die Sorgen der Kinder und Jugendlichen? Naja gut, es gibt da verschiedene Auswirkungen, die in jeder Form gravierend sind. Zum einen erlebt man natürlich, dass die Altersstruktur völlig weggebrochen ist, vor allen Dingen durch den Verlust des Präsenzunterrichtes. Das heißt, viele müssen sich jetzt selbst organisieren und können das ganz einfach nicht. Vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die vielleicht kein so ganz stabiles Umfeld haben, tun sich da wahnsinnig schwer mit. Zumal die Eltern ja auch gleichzeitig noch arbeiten müssen. Bei vielen, gerade den etwas älteren Kindern und Jugendlichen, ich sag mal bei den Heranwachsenden,
da kann man sicherlich beobachten, dass so große Lethargie ausgebrochen ist, dass vielen so ein bisschen die Ziele und die Perspektive fehlen und dass auch diese ganz prägende Lebensphase, diese Pandemie, ganz massive Auswirkungen hat. Und das ist längst auch in den professionellen psychotherapeutischen Kreisen bekannt, dass man da viel Arbeit erwartet, dass man dagegen steuern muss. Es gibt Studien, die sagen, dass bis zu 60% der Jugendlichen sich einsam fühlen, deprimiert und auch unsicher. Was kommt denn da alles auf uns zu? Also haben wir dann irgendwann so eine Corona-Generation? Vielleicht nicht eine Generation Corona. Also die Psychotherapeutin Sabine Mauer aus Mainz, mit der ich mich darüber unterhalten habe und die sich auch sehr in diesem Bereich engagiert hat, hat gesagt, es werden längst nicht alle Jugendliche massiv davon betroffen sein. Es gibt ganz viele Jugendliche, die eine hohe Resilienz haben und mit diesem Phänomen besser umgehen können. Aber es wird sicherlich vermehrt Einzelfälle, sage ich mal, geben, in denen Kinder und Jugendliche vielleicht noch Jahre mit den Folgen zu kämpfen haben. Ich meine, jeder von uns kann sich vorstellen, wenn er sich mal in die Zeit reinversetzt, als er so zwischen 13 und 20 Jahre alt war, was er da alles gemacht hat und getan hat und wie seine Entwicklung davon stattengegangen ist und was dadurch durch das Kontaktverbot vor allen Dingen jetzt alles bei dieser Generation weggefallen ist. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht genug ausmalen, was da passiert ist. Wie sollten da denn jetzt Erwachsene mit umgehen? Wie sollten die denn am besten reagieren? Ich glaube, man muss wirklich diesen jungen Leuten vor allen Dingen jetzt viele Freiheiten lassen und ihnen keine zusätzliche Angst machen. Also es gibt Studien, die beweisen, dass zum Beispiel all die Diskussionen, die in der Öffentlichkeit geführt wurden, darüber, dass auch im neuen Schuljahr es wieder zu Lockdowns kommen könnte, dass Schulen wieder schließen könnten und der Präsenzunterricht wieder ausgesetzt werden können. Allein das hat bei vielen Jugendlichen schon wieder große Probleme ausgelöst. Das haben die registriert. Die merken diese Diskussionen. Das führt enorme Unsicherheit. Also die Sabine Mauer hat zu mir gesagt, man muss die jungen Leute jetzt einfach auch rauslassen und man muss sie mal machen lassen. Also man muss sich ja mal vorstellen, durch das Kontaktverbot haben die alles verloren, was die Entwicklung in diesem Alter ausmacht. Sei das die Abnabelung vom Elternhaus, das Rebellieren, das sich austesten, auch das erste Sammeln von sexuellen und intimen Erfahrungen. Das ist natürlich erschwert bis unmöglich, wenn es Kontaktverbote gibt, wenn man sich nicht mal treffen kann. Und vor allen Dingen beobachte ich, dass ganz, ganz viele Eltern und Erwachsene sich unglaublich schwer tun, das einzuschätzen, wie gravierend das ist, was bei denen vorkommt. Das wird oft sehr, sehr klein geredet und vielleicht auch ein bisschen herablassend oder geurteilt, so nach dem Motto, es gibt kein Recht auf Party. So einfach kann man es sich nicht machen mit den jungen Leuten. Melden denn die Kinder und Jugendlichen, wenn sie Probleme haben, oder muss man da wirklich so ein Feingefühl entwickeln, dass die vielleicht gar nicht sagen, wenn es ihnen eben schlecht geht? Ich glaube, ganz, ganz viele sagen das nicht, aber das ist jetzt einfach nur so eine persönliche Einschätzung von mir. Mhm. Es ist ohnehin schwer für Erwachsene in diesem Alter an junge Leute ranzukommen und so etwas wird dann erst recht nicht geredet. Ich glaube, da muss man wirklich auch, vielleicht auch, wenn es ganz extrem wird, auf professionelle Hilfe setzen, weil ich weiß, dass die Anfragen nach psychosozialer Hilfe bei den ambulanten Praxen deutlich gestiegen sind in dieser Altersgruppe. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Corona-Belastung im Alter von 13 bis 24 Jahren höher ist als in allen anderen Altersgruppen. Also die selbst empfundene Belastung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwer ist, das aus den jungen Leuten auch rauszukitzeln. Würdest du sagen, dass Jugendliche von der Politik vergessen wurden? Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Das Problem ist ganz einfach, dass man sich gerade in der allerersten Pandemiephase, ich rede da jetzt so vom ersten Lockdown, der darauf konzentriert hat, vor allen Dingen die Wirtschaft am Laufen zu halten und den Aspekt Kinder und Jugendliche schlicht und ergreifend ein bisschen vernachlässigt hat. Ich weiß, dass auch aus politischen Kreisen, dass gerade die Politiker und Politikerinnen, die sich für die Belange dieser Gruppen eingesetzt haben, es unglaublich schwer hatten, beim Verteilungskampf, sage ich mal, um bei den Corona-Maßnahmen gegen die Vertreter der Wirtschaftspolitik durchzusetzen. Und das ist etwas, das ist im zweiten und dritten Lockdown oder in der zweiten und dritten Welle zwar ein bisschen mehr beachtet worden, aber letztlich für meine Begriffe immer noch nicht genug. Also ich fürchte schon, man hat dann wieder gesehen, dass diese Gruppe in der Politik da eine große Lobby hat. Das sind ja auch keine Wähler. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, es gab dann mal in der ersten Welle eine Aufnahme mit einer jungen Frau, die sich bitterlich darüber beklagte, dass sie jetzt keine Party machen könnte. Und diese Frau wurde dann, sage ich mal, Opfer eines medialen Shitstorms. Also sie wurde dann natürlich auf Twitter und Facebook fürchterlich durch den Kakao gezogen, so nach dem Motto, ob sie denn überhaupt wüsste, um was es hier geht.
Und das meine ich mit dem fehlenden Verständnis und mit der teilweise herablassenden Art, wie da über die Belange von Jugendlichen geredet worden ist. Das fand ich zum Teil etwas unangemessen und auch ein bisschen erschreckend. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis das so ein bisschen durchgesickert ist, auch in der Politik, dass auch diese Menschen einfach Hilfe brauchen, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht. Also müssen wir da wirklich einfach viel mehr Verständnis eigentlich als ältere Generation, sage ich mal, aufbringen, wenn es jetzt eben wieder heißt, wir wollen rausgehen, wir wollen feiern, wir wollen das Leben genießen. Ja, absolut, da bin ich absolut der Ansicht, dass man das tun muss. Und wie gesagt, jeder von uns war ja auch mal jung und im Alter von 13 bis 24 und sollte sich einfach mal erinnern, wie er sich damals verhalten hat, was er damals alles gemacht und getan hat und sich dann vorstellen, was wäre denn gewesen, wenn ich das alles nicht gekonnt hätte. Ich glaube, da stünde uns ganz gut zu Gesicht, eine gewisse Gelassenheit auszuüben. Und wenn man demnächst in der Nachbarschaft mal mitkriegt, dass junge Leute vielleicht bis spät abends draußen stehen und vielleicht mal auch ein bisschen lauter feiern, dann vielleicht nicht gleich das Ordnungsamt rufen, sondern einfach versuchen, auch wenn es schwerfällt, ein bisschen entspannt zu reagieren. Ich glaube, dann tun wir den jungen Menschen durchaus einen Gefallen mit. Ja, der Aspekt der Psyche von jungen Menschen, das ist natürlich nicht irgendwie klein zu reden, aber wir müssen vielleicht nochmal verstehen, warum diese Maßnahmen eigentlich alle getroffen wurden. Also man muss sich vor Augen führen, womit hat man es zu tun? Corona, das ist ein Virus, das sich in direktem Kontakt über Tröpfchen oder Aerosole ausbreitet. Deshalb ging es darum, soziale Kontakte einzuschränken. Und das bedeutet dann eben auch für junge Menschen, die überhaupt vielleicht gar nicht schwer betroffen sind von diesem Virus, für die Älteren und für die Vorerkrankten einzustehen und dann eben ja, auf soziale Kontakte und auf Feiern und eben auf das, was Jungsein bedeutet, zu verzichten. Die allermeisten haben sich trotzdem vorbildlich an die Kontaktbeschränkung gehalten, mit allen Konsequenzen, die das natürlich mit sich zieht. Und das sind dann vor allem diese psychischen Erkrankungen und Probleme, die viele haben. Was hätte denn besser gemacht werden können, Annika? Puh, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, ach, man hätte das und das von Anfang an machen sollen. Ich glaube, wenn es von Anfang an mehr Tests, gerade Schnelltests gegeben hätte, dann wäre auch vieles mehr möglich gewesen, gerade was eben solche Sachen wie Abschlussfeiern angeht. Ich weiß noch ganz zu Anfang der Corona-Krise, da war ja gerade hier, stand ja in Rheinland-Pfalz das Abi an oder war auch schon rum im März 2020, da haben viele standen mitten in den Vorbereitungen für ihre Abi-Feier, die Abi-Fahrt etc. Und dann wurden sie von diesem Virus überrascht, von dem jetzt auch keiner wusste, wie lange dauern diese Einschränkungen denn jetzt. Und da wurden dann teilweise die Feiern nur um ein paar Wochen verschoben, weil man dachte, das ist bis dahin wieder rum. Anfang war einfach vieles unbekannt und deshalb ist es jetzt auch ganz schwierig zu sagen, man hätte jetzt das und das besser machen können. Aber ich glaube, wenn es eben von Anfang an schon mehr Tests gegeben hätte, wenn man das gewusst hätte, wenn man früher gewusst hätte, dass auch Masken eben schützen, dann wäre da viel mehr auch möglich gewesen. Vor allem das Problem ist ja eben nicht nur, dass man das nicht im vergangenen Jahr wusste, sondern mittlerweile weiß man deutlich mehr über das Virus und trotzdem gab es keinen Abiball, gab es keine Abschlussfahrten. Das Semester im Studium ist immer noch online, nicht in Präsenz. Da ist man eigentlich ein Jahr nach Beginn der Pandemie oder über ein Jahr nach Beginn der Pandemie überhaupt nicht weitergekommen. Ja, das stimmt absolut. Oder gerade die Sache mit den Luftfiltern in den Schulen, dass das jetzt immer noch schleppend anläuft, obwohl man das ja schon letzten Sommer... Und wenn man jetzt auf Herbst blickt, wird es dann besser? Also ich habe das Gefühl, man läuft wieder sehenden Auges in dieses Problem rein, das man im letzten Jahr hatte. Der Herbst im vergangenen Jahr, der war unvorbereitet, es kam zur zweiten Welle und mittlerweile sind wir geimpft, die Eltern sind geimpft, aber der Abi-Jahrgang, ob der unbedingt geimpft ist bis Herbst, bis zum neuen Schuljahr, das steht auch noch so ein bisschen in den Sternen. Ja, also in Rheinland-Pfalz sind es von den 18-Jährigen und den 16- bis 18-Jährigen tatsächlich 2%, die geimpft sind. Das sind natürlich erschreckende Zahlen. Bei den Studenten ist es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger ein Problem. Man hat ja auch den großen Andrang bei der Impfaktion an der Uni Mainz gesehen. Das heißt, bei den Studenten ist eine gute Chance, dass da jetzt auch wieder Veranstaltungen stattfinden können in Präsenz im Herbst. Aber man muss sich einfach vorstellen, das sind jetzt Leute, die kommen ins vierte Semester und die haben noch kein einziges normales Präsenzsemester an der Uni erlebt. Das ist natürlich auch keine normale Einführungswoche, nichts. Also man lernt sich ja überhaupt nicht kennen. Ja. Und diese sozialen Kontakte, die fehlen immens, finde ich. Aber gibt es denn überhaupt ein Recht auf Party? Ist das festgeschrieben?
Eigentlich ja schon. Es ist ja ein Freiheitsrecht. Das gehört ja auch dazu. Es gibt ja auch ein Recht, sich zu treffen, ein Recht auszugehen, ein Recht, dem Beruf nachzugehen. Diese Sachen wurden ja alle eingeschränkt während der Pandemie. Das sind natürlich sehr schwere Grundrechtseinschränkungen, die auch wirklich nur gut begründet für einen begrenzten Zeitraum gelten sollten. Insofern, das wird oft so abgetan, diese Sache. Ja, da wollen jetzt Leute feiern und andere sorgen sich um ihre Gesundheit. Aber Jens Spahn zum Beispiel, der dann sagt, es gibt kein Recht auf Feiern, ja. Ja, aber so einfach, so schwarz-weiß ist es dann eben doch nicht, weil es ist natürlich auch eine sehr prägende Zeit. Und man muss sich ja auch überlegen, für junge Menschen fühlt sich so ein Jahr viel länger an als für Ältere, die vielleicht schon 50, 60 Jahre erlebt haben. Wir sind im Workflow drin, da geht so ein Tag schnell drum. Bei jungen Leuten, die im Homeoffice sind oder eben ja nichts zu tun haben, da kann so ein Tag schon mal ganz schön lang werden, vor allem so ein Wochenende. Ja. Und in Artikel 2 Absatz 1, da steht ja auch, dass wir eine allgemeine Handlungsfreiheit haben in Deutschland. Das heißt, eigentlich können wir tun und lassen, was wir wollen. Und dazu gehört dann eben auch, das muss man vielleicht auch mal an Jens Spahn richten, dazu gehört auch ja das Recht zu feiern. Natürlich kann man Grundrechte einschränken, und zwar dann, wenn die Gesundheit anderer gefährdet ist. Aber das ist ja eigentlich gar nicht mehr so der Fall. Also die Fallzahlen, die steigen zwar, aber die Eltern, die sind meistens geimpft, die meisten zumindest, die also das Virus wirklich hart trifft. Und da stellt sich dann schon die Frage, ist jetzt nicht der Zeitpunkt erreicht, dass das allgemeine Lebensrisiko eigentlich da greift, nämlich man kann krank werden, aber die Chance, dagegen vorzugehen, nämlich mit einer Impfung, die ist ja doch gegeben. Also dürfte man dieses Recht eigentlich gar nicht mehr eingreifen. Zumindest nicht mehr so hart, wie das zurzeit gemacht wird noch. Da stimme ich absolut zu, ja. Jetzt sind natürlich die Clubs noch nicht alle auf. Wir können noch nicht alle feiern, weil, wie du eben erwähnt hast, es ist mehr so eine Biergartenatmosphäre. Da müsste dann eigentlich doch noch was passieren für die jungen Menschen, oder? Ich mache mir da Sorgen, dass man jetzt sagt, man wartet weiter ab bis September, Oktober. Und diese Situation hatte man ja im letzten Jahr schon. Und dann kommt die nächste Welle. Dann kommt die nächste Welle, genau. Dann sind wir eigentlich keinen Schritt weitergekommen. Wobei zur Hoffnung steht, dass sie natürlich geringer ausfällt aufgrund der höheren Impfzahlen und auch aufgrund der Genesenen. Man geht ja davon aus, dass die Hälfte derer, die mit Corona infiziert waren, gar nicht wussten, dass sie damit infiziert waren. Das heißt, die Dunkelziffer der Person, die immun ist, ist vermutlich ja auch noch höher, als man jetzt offiziell schätzt. Also wir wollen dieses Problem Corona überhaupt nicht kleinreden, aber ja, ich glaube, junge Menschen wurden tatsächlich so ein bisschen von der Politik vergessen oder zumindest finde ich so wichtig genommen. Also die Wirtschaft, die konnte man dann schnell wieder öffnen, die Bundesliga hat stattgefunden, man durfte ins Stadion, aber so einen Abend draußen zu feiern, der war drin, aber danach gar nichts mehr. Man hat es so ein bisschen als selbstverständlich hingenommen, ja. Und die jungen Leute können das ja so ungefähr. Ja. Genau, es fehlt so ein bisschen die Wertschätzung. Gerade wenn man sich auch anschaut, dass insgesamt für die Zukunft der jungen Leute ja wenig getan wird. Wenn man sich den Zustand der Schulen anschaut, wenn man sich anschaut, dass ja auch überall gewarnt wird, dass wie stark die nächsten Generationen vom Klimawandel betroffen sein werden. Das wird alles abgetan, habe ich oft das Gefühl von älteren Politikern in der Art, ja gut, wir sind ja nicht mehr davon betroffen. Wir feiern eh nicht mehr so ungefähr. Jetzt gibt es dann diese, ja nicht Ausgleichszahlungen, aber zum Beispiel Studienkredite, weil dadurch, dass Gastronomie und alles zu war, gab es natürlich auch deutlich weniger Studentenjobs. Sind wir da aber, wenn wir ehrlich sind mit uns, nicht auch ein bisschen stark am Jammern? Also es gab jetzt vielleicht nicht mehr die Kellnerjobs, aber genug Jobs für Studenten gab es ja trotzdem. Also ich denke da an die Impfzentren, ich denke an die Testzentren, ich denke an die Gesundheitsämter, die im vergangenen Jahr gesucht haben, wie blöd, dass da Leute sich einfach ans Telefon setzen und die Kontaktnachverfolgung machen. Also die Jobs lagen vielleicht nicht unbedingt auf der Straße, aber wenn man wollte, konnte man sie finden. Zumindest mittlerweile tun sie das ja. Also es sind ja viele Gastronomiebetriebe und Geschäfte, die wirklich händeringend nach Personal suchen, weil viele, ja natürlich während dem Lockdown waren die zu, das Personal, die Aushilfen sind natürlich größtenteils abgesprungen und jetzt sind diese Jobs eben natürlich wieder offen und die werden auch gesucht, aber gleichzeitig ist da auch eine große Unsicherheit. Mhm. Man will nicht unbedingt jetzt anfangen zu arbeiten und dann ist in ein paar Wochen wieder alles zu. Mhm. Wenn man sich an März erinnert, da waren für 2 Wochen hier die Außengastronomie geöffnet in Mainz und dann musste sie wieder zumachen. Das ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Ja. Wenn man sich auf einen Job nicht unbedingt verlassen kann, ist das natürlich auch eine Hürde, die man da nicht so leicht überwinden kann. Absolut. Aber ich finde irgendwie die Ausrede, ich konnte mich nicht genug finanzieren in diesem Jahr, die gilt, finde ich, nicht so ganz. Also auch in der Logistik, beim Paketepacken,
die Leute wurden ja trotzdem gebraucht. Wir können auf die ausländischen Studenten zu sprechen kommen. Man merkt natürlich, das wirkt alles weniger international seit Corona. Es fehlen einfach auch die Erasmus-Studenten und es fehlen dann natürlich auch Erfahrungen, die man machen kann. Auslandssemester zum Beispiel. Unglaublich schade, wenn das nicht stattfindet. Ich habe von jemandem gehört, der eigentlich offiziell ein Auslandssemester in Griechenland macht, aber hier in Mainz sitzt, weil die Veranstaltungen online sind. Der war nur für die Einführungswoche da, für 2 Wochen. Und das war's dann. Und das ist natürlich auch gar nicht der Sinn von so einem Auslandssemester. Also man braucht es ja nicht alles unbedingt zum Leben. Ne? Also ob es jetzt einen Abiball gibt oder nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt mein Leben so verändert hat, dadurch, dass es stattgefunden hat. Aber natürlich, das sind schöne Erinnerungen und auch in der Vorbereitung und so weiter, Thema auch Auslandssemester, da hat man einfach ja so ein bisschen gelernt für sich selbst, wer man vielleicht selbst ist und natürlich hat es einen geprägt irgendwo. Und es sind einfach schöne Erinnerungen. Ich sitze jetzt nicht irgendwie abends auf der Couch und denke mir, ach, Abiball, schön war's. Also das jetzt nicht, aber es war trotzdem, finde ich, noch ein toller Abend. Wir waren Doppeljahrgang G8 und G9. Und allein dann nochmal alle zu sehen, sich vielleicht auch zu verabschieden, ist ja auch ein großer Punkt. Also missen möchte ich es nicht. Klar, gerade wenn man sich ja die Zeit vorher dann schon nicht gesehen hat, weil man noch im Homeschooling quasi war, das ist dann alles plötzlich so vorbei. Ja. Also wirklich ein bisschen deprimierend alles. Aber wir wollen jetzt auch mal ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. Also, wie wird die Welt aussehen, wenn Corona weg ist? Werden wir dann all das wieder haben? Ich denke prinzipiell schon, ja. Es kann natürlich sein, dass es alles ein bisschen langsamer geht. Ich kann mir vorstellen, dass die Welt so ein bisschen entschleunigt wird. Mhm. Ich glaube, die Leute werden vielleicht jetzt eher noch drüber nachdenken, ob sie jetzt für einen Städtetrip für 3 Tage nach Lissabon fliegen. Denn ich glaube auch gerade Reisen etc., das wird noch eine Weile ein bisschen schwierig sein. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das alles so ein bisschen langsamer wieder losgeht und vielleicht auch nicht in dem Umfang. Aber ja, ansonsten gehe ich davon aus, dass das eigentlich auch alles wiederkommt. Und es wäre natürlich auch zu hoffen für die nachfolgenden Generationen, die das jetzt natürlich alles gesehen haben bei den Eltern, bei den älteren Geschwistern vielleicht oder in den Medien und das selbst eben noch gar nicht erleben konnten. Deshalb können wir nur nach da draußen ausrichten. Holt es vielleicht irgendwie nach. Also man kann jetzt natürlich nicht einen Abiball nach 2 Jahren dann die Art und Weise nachholen, wie er vielleicht sonst stattgefunden hat. Aber ja, geht raus, feiert und genießt das Leben, zumindest dann, wenn es wieder wirklich ja, stattfinden kann. Und der einzige Weg, der uns da wirklich raushilft, man kann dazu stehen, wie man möchte, ist aber nun mal die Impfung. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass jetzt eben endlich alle jungen Menschen ein Impfangebot bekommen. Absolut. Man kann sich auch gut einmal ein Semester länger gönnen. Das ist auch, um diese Sachen nachzuholen, die ja auch zum Studieren dazugehört. Zum Studieren gehört ja nicht nur das Lernen, da gehören die sozialen Kontakte dazu, die Praktika, das Feiern irgendwo auch. Das Feiern gehört immens dazu, finde ich. Also es ist mit ein Hauptpunkt, sich zu treffen und sich auszutauschen, finde ich zumindest. Genau, genau. Und man kann sich da ruhig mal ein Semester oder ein Jahr länger gönnen und das wird auch, da wird man eigentlich hauptsächlich positiv von profitieren. Ja. Da wird kein Arbeitgeber sagen, ach, da hast du jetzt aber 2 Semester länger gebraucht. Das ist ja jedem bekannt, dass da Corona war, dass es sehr schwierig ist, nicht in Präsenz, sondern komplett online zu studieren. Gerade wenn man vielleicht auch in eine neue Stadt gekommen ist und niemand kennt. Das ist absolut verständlich und da sollte man mit sich selbst auch nicht so hart ins Gericht gehen, um da jetzt in Regelstudienzeit fertig zu werden. Ganz genau, also genießt das Studentenleben, genießt vielleicht auch die Nach-Abi-Zeit, auch wenn es vielleicht gerade noch nicht so schön ist, wie das früher einmal war. Genug gebabbelt für heute, das war's von uns und der Bubblebox. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns einfach gerne Kommentare an audio@vrm.de, abonniert den Kanal auf den Podcast-Plattformen oder kommentiert auf den Social-Media-Seiten unter dem Beitrag dieser Folge. Und in 2 Wochen sind dann wieder Maike und Frederik für euch da. Und in 4 Wochen, da sind dann wieder 2 unserer Volontärskollegen dran mit einem neuen Thema. Und das werden Xenia und Stefan sein. Viel Vergnügen beim Reinhören. Tschüss, ciao und auf Wiederhören. Tschüss.
Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Die Volontärinnen und Volontäre der Allgemeinen Zeitung Mainz diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente zu den Debatten der Region. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. Ein Angebot der VRM.